Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Mad Ribs. Ja, genau. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, Online-Fleischhändler werden dieses Video hassen. Warum? Ich habe den Mad Ripper 3000. Drei Stück an der Zahl habe ich mir geleistet. Mhm. Und mit denen machen wir die Teile komplett selber. Kein Online bestellen, kein riesengroßer Müllberg und keine vorgefertigte, tiefgefrorene Ware. Genau. Und das drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! So Leute, alles was wir benötigen, haben wir hier. Dreimal den Mad Ripper. Dann haben wir hier, was waren es jetzt? Ich glaube 800 Gramm. Ja. Schweinehack, reines Schweinehack dieses Mal. Da kann sich auch zum Beispiel dann jeder die Qualität raussuchen, was er selber möchte. Muss sich nicht auf andere verlassen. Und pro Form 250 Gramm. Also wären eigentlich 750 Gramm, aber mein Gott, die 50 Gramm kriegt man auch noch runter. Dann habe ich Hotdogbrötchen. Sind zwar etwas kleiner, als wir sie wahrscheinlich brauchen werden, aber lieber mehr Fleisch. Gürkchen haben wir auch nicht mehr allzu viele, aber die reichen aus. Dann noch ein Zwiebelchen. Und damit das Hack richtig lecker wird, Knoblauch, Paprika, Pfeffer und Salz. Spatzel! Ja, mein Schatz. Willst du das dieses Mal würzen? Das Hackfleisch? Ja. Ja, kann ich machen. Dann bin nämlich nicht ich schuld, wenn es verwürzt ist. Und zu wenig ist. Ja, bitteschön. Hat sogar schon Handschuhe an. Ja. Salzen, natürlich wie immer. Ein bisschen Knoblauchgranulat. Und Pfeffer. Und schön durchmixen, durchkneten. Tja, nein, brauchst du nicht. Jetzt geht's weiter, nämlich mit der Füllung. Ja. Und bitteschön. Ja, da haben wir noch ein Bröselchen drin. Einfach schön komplett reindrücken. Und jetzt der absolute Vorteil gegenüber einem Online-Kauf. Perfekte Abstimmung auf eure Geschmacksknospen, wie ihr das Hack haben möchtet. Hier fehlt es noch ein bisschen. So ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Aber sieht doch schon gut aus. Ja, gleich den nächsten. Schauen, dass wir Sackfleisch komplett unterbringen. Ja. Ich habe schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze eingestellt. Ja, und wer es jetzt noch ganz glatt haben will,
der kann sich noch so einen Teigschaber nehmen und einmal drüber ziehen. Das war jetzt eigentlich nur zu Demozwecken, muss absolut nicht sein. Ja, und der absolute Clou jetzt, wer jetzt diese Dinger auf den Grill schmeißen will oder mehr haben will, mein Gott, der tut die Teile so wie sie sind, in Froster, tut die Teile angefrieren und hinterher ein bisschen Klarsichtfolie, klatsch und ja, danach wieder in Froster rein und kann sich somit einen Vorrat schaffen von den Matt Rips. Und ja, was soll ich dann dazu sagen? Wenn man irgendwann einmal genügend gemacht hat, haben sich die Formen rentiert, haben sich selber bezahlt sozusagen. Und ja, man kann immer wieder welche machen. Oder auch noch andere leckere Sachen da drin, was man noch irgendwann einmal machen werden. Gut, kann wieder weg. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt gleich zum Ofen rübergehen. Ich lege es schon mal oben drauf. Weil hier geht es jetzt dann im Hintergrund weiter mit Zwiebeln schnibbeln und Gurken schnibbeln und Soße. Mein Gott, da könnt ihr euch von mir aus eine Originalsoße bestellen oder die Bohemian Rib Soße von McAllister. Die ist dazu sehr gut. Oder wir werden heute einfach eine Barbecue-Soße nehmen von Kühne, unbezahlte Werbung. Es muss nicht immer hundertprozentig schmecken. Und Leute, ich sag's euch jetzt schon, das wird lecker. Jo, jetzt ist es soweit. Backofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe noch keine Erfahrung, auch mit Zeiten hiervon. Dann legen wir die Meat Ripper 3000 Formen hier rein. Tja, und warten ab, was passiert. So, dale. Ich tue sie jetzt einfach mal umdrehen. Jetzt waren sie knapp 20 Minuten drin. Wenn ich mich richtig erinnere an die Zeit. Naja, gut. Bisschen könnten sie fast noch. Komm, drehen wir sie um. Tja. Oh, sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht geil aus? Und Leute, ja, ich hätte lieber die Handschuhe vom Onkel Johnny gehabt. Aber der hat es noch nicht geschafft, mir welche zu schicken. Mecker, mecker, goscher, goscher. So. Und so lassen wir die jetzt erst einmal noch drin. Ich schalte jetzt um auf Oberhitze. Und auf 200 Grad. Wie gesagt, ich bin auch erst am Rausexperimentieren, wie viel Grad man da am besten nimmt. Da wäre vielleicht eine kleine... Moment, käme auf mich. Dafür wäre vielleicht eine kleine Info als Beilage bei den Matt Ripper 3000 nicht schlecht, so was so Temperaturen und so angehen. Das wäre ein kleiner Vorschlag von mir, da noch ein kleines Beiblättle reinzulegen. Mhm. Ja, so lassen wir sie jetzt kurz drin noch, bis sie oben jetzt noch ein bisschen Bräune annehmen und dann kommen sie raus in die Schale und da passiert wieder was mit denen. Aber das seht ihr gleich alles. So, weiter geht's. Jupp, oh, da kommt der Schwall Hitze raus. Ich habe übrigens noch auf 220 Grad hochgedreht. Und ja, sind jetzt noch nicht ganz braun, aber das gibt sich gleich. Die kommen jetzt hier rein. Und dann werde ich nachher ganz kurz den Backofen umbauen. So. Oder leer. Drehen wir sie einmal ganz kurz um.
schnappen uns die Barbecue-Soße. Tun die einmal auf der Rückseite verschmieren, verstreichen, verpinseln. Halt mal bitte. Und die Oberseite. Ja Leute, gut Ding will Weile haben. Zeiten weiß ich mittlerweile nimmer, weil da bin ich mittlerweile komplett durcheinander gekommen. Mein Bauch sagt, jetzt wird's Zeit, dass wir essen. Alles andere ist uninteressant. So, da ne. Und dann kann das Ganze wieder in den Backofen. So, das Ganze habe ich jetzt etwas höher noch. Und auf das Gitter kommen nachher dann gleich noch die Brötchen drauf. Wenn die Ribs soweit fertig sind. Also das dauert jetzt bloß noch 4-5 Minuten. Und dann kommen die Brötchen rein. Blechle, jetzt muss ich mich wieder beeilen. Nicht, dass die wieder zu knusprig werden hier. Aber ich denke, die sehen genau richtig aus. So. Die waren jetzt oben auf dem Gitter und unten habe ich jetzt noch die Meatwurst reingetan. Schaut euch die Teile an, wie die jetzt aussehen. Richtig, richtig, richtig geil. Jetzt haben sie auch die schöne dunkle Farbe hinbeschummelt. Gebe ich ja ganz offen zu. So. Ich baue mal jetzt einen zusammen und probiere den dann gleich für euch. So, dann nehmen wir das hier gleich. Sieht gut aus. Ein bisschen Süßchen unten. Ein Meat Rib drauf, hat ja fast genau die richtige Größe, was natürlich hier jetzt nicht fehlen darf, jede Menge Zwiebeln, damit die auch schön runterfallen beim Essen und man die dann mit der Finger wieder aufpicken kann. Ein paar Gürkchen. Und nochmal einen schönen Schwupp Soße drüber. Tja, und was soll ich sagen? Mein Meat Rib 3000 ist definitiv fertig. Und den werde ich mir jetzt schmecken lassen für euch, mit euch, der erste Anbiss. Heute in etwas anderer Position, weil auf der anderen Seite baut Manu gerade noch den Rest zusammen. So Leute. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab's schon geschafft. Geil. Richtig, richtig geil. Also die Soße kommt auch ziemlich nah ans Original ran.
muss ich sagen. Und schmeckt geil. Schmeckt richtig geil. Ich finde den Meat Ripper 3000 mal richtig super. Und bevor wir jetzt dann gleich zum Fazit kommen, schauen wir uns noch an, ob das Ding wirklich so schön zum Ausspülen ist, wie es ja Johnny versprochen hat. Das machen wir noch. Bis gleich. So, Freunde. Ich popel mir noch gerade den Rest zwischen den Zähnen raus. Aber wir schauen jetzt, ob auch der Rest gehalten wurde, was uns versprochen wurde. Zweimal wurde in meinem Satz, egal. Und zwar die Reinigung von den Teilen. Warmes Wasser aufdrehen, ausspülen. Meistens verarschen sie uns ja alle immer mit dieser Saubermacherei. Aber sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Ein bisschen in die Ecken muss man halt noch ein bisschen nachhelfen mit der Finger. Aber wenn das Waschbecken voller Wasser ist und zur Not noch ein klein bisschen Spülmittel rein, dann sollte das auch kein Problem sein. Dann kriegt man die Dinger ruckzuck 100% sauber. Kann sie entweder so abtrocknen lassen oder mit der Hand abtrocknen und fertig. Ich probiere es jetzt noch einmal mit dieser Bürste hier. Einmal klar abspülen. Und auch da wurde uns nicht zu viel versprochen. Die Dinger sind wirklich leicht zum Reinigen. Also haben sie definitiv von mir 100 Punkte erreicht. Ja. Und wir können das Fazit machen. Ja, Freunde, dann wären wir am Ende vom Video angelangt. Meat Ripper 3000 von der Grillshow. Meine Meinung erst einmal zu diesem Teil. Richtig geil. Ja. Eine super Investition. Richtig. Einer, ich glaube 19,99 € oder sowas im Grillshop von der Grillshow. Die kann man die bestellen. Einzeln im Zweier- oder im Dreierpack. Ich habe mich für einen Dreierpack entschieden, macht am meisten Sinn. Und wie gesagt, ihr könnt die Dinger füllen, könnt sie einfrieren, danach in Frischhaltefolie und die nächsten machen. Da könnt ihr euch einen Vorrat anlegen, wenn ihr doch mal draußen auf dem Grill die Dinger grillen wollt. Und ansonsten im Backofen auf die Schnelle. Ratzfatz. War es lecker? Ja, es war sehr lecker. Der Matt Rip. Richtig geil geworden. Ich bin vollkommen zufrieden. Und hätte ich sie nicht, spätestens jetzt hätte ich mal sie bestellt. Ja, ja, Entschuldigung. Kostenfreie Werbung für die Grillshow. Aus Überzeugung. Wenn was taugt, auch wenn ich mal sie habe selber gekauft, dann sage ich das auch. Jo. Jo. Wären sie jetzt nicht leicht zum Reinigen gewesen, dann hätte ich das auch gesagt. Aber wie gesagt, Johnny und Co., haut eine kleine Anleitung mit in die Packungen rein, bis wie viel Grad die hitzebeständig sind und sowieso und wie man sie am besten anwendet, das wäre noch prima. Jo. Ist nicht jeder so ein schlaues Köpfle wie ich? Leute, das war's mit dem Video. Achso. Und die muss man bloß einmal kaufen und kann man immer wieder verwenden. Das ist so ein dickes Silikon, Leute. Ja. Im Gegensatz zu, ja, wenn man solche fertigen Patties bestellt,
ja, Essen weg sind sie. Und immer wieder und immer wieder und irgendwann einmal hätte sich der Meatwhipper 3000 rentiert. Richtig. Genau. In dem Sinne, ciao Ikowski, danke fürs Zugucken. Und wer jetzt böse Kommentare hinterlassen will, soll es gerne machen. Mir wurscht. Ciao Ikowski, bis zum nächsten Mal. Und ansonsten nette Kommentare, Däumchen nach oben und ciao Ikowski. So Leute, kleiner Nachtrag noch. Ich habe nämlich eine klitzekleinigkeit vergessen zu sagen. Manu hat das Hack perfekt gewürzt. Nicht zu viel Salz, nicht zu viel Pfeffer, nicht zu viel Paprika und Knoblauch auch genau richtig. Hat man richtig schön noch die Knoblauchnote leicht rausgeschmeckt und ansonsten einwandfrei perfekt gewürzt. Also das wollte ich noch sagen. Ich würze selber kein Hackfleisch mehr.